So Leute, Eskorten sind scheiße. Damit melde ich mich wieder zurück zu Assassin's Creed Bloodlines. Im letzten Part haben wir ganz, ganz toll Eskorten gemacht. Wie blöd. Das geht jetzt schon als entdeckt. Ernsthaft. Oh, jetzt habe ich den getroffen, wie es aussieht. Da oben sind auch noch welche. Aua! Lass den Kack. Du kriegst nur Schläge, wenn du das machst. So, du bist weg. Damit kann die Eskorte an sich weitergehen. Entschuldigung, dass ich jetzt gerade so extra reich wieder einstarten muss. Also im letzten Part haben wir ganz toll die Eskorte angefangen, die ich einfach überhaupt nicht abkann. Die ist so scheiße! Ich denke, dass wir dann danach, sieht so aus, als ob wir dann einen Bosskampf hätten. Ja, ist überhaupt nicht wenig, was wir hier so an Personal rumstehen haben, ne? Und kaum, ich berühre ihn nur. Ich habe ihn nur schief angeschaut. Und die greifen natürlich sofort an. Ich meine, ist ja nicht so, als wäre... Ja, okay, ich hab ihn gekillt. Also, man muss jetzt auch schon realistisch bleiben. Würde mir jemand den Gefallen tun, mich angreifen, damit ich kontern kann. Das bringt nichts, Alter, ihr! Macht gescheit! Oh! Two of a kind! Das hatten wir, oh Gott, bisher in Assassin's Creed noch nicht. Da drüben oben so ein scheiß Bogenschütze, der mich ganz schön ankotzt. Tschüss! Moment, da unten ist noch einer. Jetzt sag nicht, dass es hier schon wieder vorbei ist, weil ich hier einen vergessen habe oder so. Boah, einmal vor die Füße gefallen. Zack, einmal draufgesprungen. Na, ist ja nun Stoff, doch, der hält ja nicht ein. Nein, ist ja nun Stoff, Verkehrt überhaupt nicht. Du solltest ein Steindach hier. Haben wir es geschafft? Ich glaube, wir haben es geschafft. So. Wäre erledigt, das ist schön. Keinen Bock zu niesen. Also hör auf zu kribbeln, das nervt nur. So. Was soll ich jetzt machen? Ah, eliminiert Shalim in der Festung St. Hilarion. Infiltriert die Festung. Nein, nein, warum musst du... würdest du dich bewegen, Alter, ihr? Das wäre irgendwie von Vorteil. Das war schon das Daumen gemeint. Ich beobachte euch, zack, tot. Ah, da ist ein Templar-Münze, sieh mal einer an. Und wir müssen nicht geheim bleiben, ist das toll. Und jetzt darf ich die Festung infiltriert gehen, das finde ich jetzt nicht so toll. Ich kann den letzten Punkt von dem Gedächtnisabschnitt kann ich mir eigentlich auch schon denken, ne? Haut aus der Festung ab! Verzieht euch! Und so. Guck mal, wer da ist. Zwei Typen, die auf die Nase wollen. Bitte. Nummer eins, Nummer zwei. Naja. Gut, damit wäre auch geklärt. Und natürlich das erste, was passiert. 15 Leute, die auf einen einzigen Typen zurennen, weil er ja irgendwas tun könnte. Ihr seid auch nicht gemeingefährlich oder so. Nein! Ja, Leute, lass den Kack! Ey, das war sogar Combo-Angriff. Hätte ich gewollt, aber egal. Die Typen stehen auch noch da und gucken dumm aus der Wäsche, möchte man sagen, ne? Du darfst dich gern ein bisschen reanimieren. Hey, das ist die Musik aus dem Titelscreen. Komm schon, greif an. Das bringt nichts, Alter, hier. Du sollst ihn nicht treten, du sollst ihn schlagen. Ja, mehr oder weniger so, ohne halt selber getroffen zu werden, das nächste Mal. Wenn irgendwie möglich. Genau, wir haben zwei. Wollte sicher gehen, dass ich die eine nicht verpasst habe oder so. Also nicht, dass ich die eine halt auch aufgesammelt habe. Das wollte ich sicher gehen. So. Okay.
Ruhig hier. Die sind mir ein Ticken zu gefährlich. Schön ruhig bleiben, Leute. Schön ruhig bleiben. Ich habe euch nichts getan. Ich habe euch nur ein Messer in den Bauch gerammt. Mehr nicht. Ich eliminiere einfach alle, die hier rumstehen, weil die greifen mich nachher eh irgendwann an. Es kommt der Punkt, da werden sie mich angreifen. Und ich erinnere mich gerade so ein bisschen an die Szene hier. Großes Bereich, genau. Wenn man auf Deutsch nicht achtet, dann heißt es auch großes Bereich. Du darfst dich ja hochziehen, Alter. Hier, zieh dich da gefälligst hoch. Danke. Na, du kannst auch direkt weiterklettern, finde ich auch gut. Stört mich kein Stück. Da hochklettern. Danke. Goldene Templermünze. Du störst nur. Sehr schön. Das war jetzt mehr Zufall als irgendwas anderes. Gut. Wo ist denn der Durchgang? Der liegt irgendwo in der Richtung hier. Also gucken wir, dass ich irgendwie darüber komme. Geht's da irgendwie auch lang? Nee, eher nicht. Eher nicht. Gehen wir wieder schön. Schön da rein. Schön da rein, Alter, hier. Das bist du brav. So. Springen! Voller Grazie und Stil. Aus dem Heuhaufen, in den Heuhaufen und dann aus dem Heuhaufen. Und nicht in den Heuhaufen und nochmal in den Heuhaufen rein. Ja, steht alle nur im Weg, Leute. Was wollt ihr eigentlich? Ja, gleich ist es eh nur eine Frage der Zeit, bis die mich schon wieder angreifen. Die Spatel. Silberne Tempelmünze gefunden. Sehr schön. Oh Gott, sind das hier viele. Aber ich glaube, die sind teilweise auch oben drüber. Wie die es einfach nicht gerafft bekommen. Da geht Nassas Hühner lang. Der killt die nur. Oder ein Gläubiger, wie so wie sie aussieht. Der rafft's nicht. Der Typ rafft's auch nicht. Irgendwie kommt mir das leichter vor als die vorherigen Festungen. Du nervst auch nur. Danke. Wie viel haben wir eigentlich? Oh, es sind theoretisch gesehen noch zwei silberne Templermünzen, aber wir sammeln die ja nicht. Wir sammeln ja nur aus Jux und Tollerei. Boah. Was für ein Gerspuck. Jux und Tollerei. Ne. Guck mal, wen wir da haben. Ist das nicht? Toll. Ah, ich erwartete nicht, euch wiederzusehen. Wie kann ich euch helfen, kleiner Fuchs? Ich brauche keine Schmeicheleien. Ich brauche Antworten. Stimmt, was ich gehört habe? Dass die Templer den Edensplitter missbrauchen wollen. Nicht für die Erleuchtung, sondern für die Knechtung des Volkes. Die Menschen sind verwirrt, Maria. Lämmer, die nach Führung suchen. Und das geben wir ihnen. Ein einfaches Leben ohne Sorgen. Aber unser Orden wurde gegründet, um die Menschen zu beschützen, nicht um ihre Freiheit zu rauben. Die Templer legen keinen Wert auf Freiheit, Maria. Es geht um Ordnung, mehr nicht. Ordnung oder Sklaverei? Ihr könnt es nennen, wie ihr wollt, meine Liebe. Das ist nicht das Gleiche. Assassine! Verzeiht, Charlene. Die Tür war offen. Ja, ihr ich sie aufgemacht habe. Charlene, was? Mein Bruder würde sich gerne zu uns gesellen. Ah, ich glaube, wir haben eine neue Verbündete oder irgendwie sowas. Der hat sich gerade selber geschnitten. Zwei von denen und zwei von uns. Nein, ernsthaft. Aber seine Sache werdet ihr nicht entehren. Ja, Ding 2. Shahar und Shalim. Hast du Angst vor dieser Ratte, Shahar? Erst töten wir dich und dann das Mädchen. Der blockt irgendwie. Der andere ist da schon eher zu gebrauchen. Er ist clever, Bruder. Seine Kniffe sind alt und verbraucht. Oh.
Klar, was das, glaube ich, beide irgendwie so ein bisschen zu beschäftigen. Au! Okay, Kombos sind vielleicht nicht so angebracht. Sind aber nicht so schwer wie die Hexe, finde ich persönlich. Hier ist eigentlich nur ein bisschen auf eintreschen, guckt, dass man hin und dass man nicht selber so viel kassiert. So, dann wäre das auch erledigt. Aufgespießt. Das Schwert ist überhaupt nicht rot, weil Blut und so. Wäre ja nur logisch. Ah, wunderbar. Durchsprung mit Messer in der Hand. Ist ja auch gar nicht gefährlich. Ach komm, heute keine Flucht aus der Burg. Ich meine, sonst muss ich auch immer eine Flucht aus der Burg machen. Und die kann ich einfach gut. Müsst ihr schon eingestehen. Ich meine, dieses Schreien, Weglaufen, das muss man erstmal können. Errungenschaft komplett, sammelt 500 bronzene Templermünzen. Flucht, flieht zu unser Schlupfkerzen. Na, genau. Damit wäre der Gedächtnislog aktualisiert. Der Gedächtnisabschnitt fertig, wollte ich eigentlich gerade sagen. Das heißt, wir müssen jetzt nur noch zurück. Und das wird auch wahrscheinlich der restliche Inhalt dieses Parts sein. Zurück zum Unterschlupf und von dort aus dann Part beenden. Also dann Gedächtnisabschnitt beenden und dann Part beenden. Wo will er hin? Ja, ich will nach oben. Was wollen Sie, warum ich klettere? Gott, diese offensichtlichen dummen Fragen. Oh Gott, das ist tief. Ah. Mann, der scheint es aber eilig zu haben. Ja, irgendwie schon. Ja, ich habe auch mal manchmal so ein bisschen Absicht auf einen kürzeren Part, einfach weil mich der längere Part. Ich nehme jetzt schon seit über 2 Stunden auf, ungefähr. Und, ja. Also mit immer Zwischenarbeit, muss man immer so ein bisschen zwischenarbeiten, zum Beispiel Audiospur exportieren, etc. Ich mache es ja nicht an einem Stück. Warum? Das hat einen bestimmten Grund, aber das ist jetzt zu kompliziert an dem Punkt. Und, ja, du sollst auf die versteckte Klinge umstellen, bitte. Deswegen bin ich auch mal ganz froh, wenn es noch ein kürzerer bei rauskommt. Ich muss ja auch noch los nachher. Und dann ist es immer noch gut. Ich habe ja noch andere Termine. Aufgebaut, Templer, der will aus dem Maul haben. Kann er gerne haben. Hi. Oh, das tut mir jetzt aber leid. Nee, nicht niesen. Hör auf, Nase. Es geschieht, Altair. Die Templerschiffe verlassen die Häfen. Kyrenia wird frei sein. Vielleicht ganz Zypern. Wachsam bleiben. Sie würden das Archiv nicht unbewacht lassen, also kann es nicht hier sein. Die meisten der Schiffe hatten Kurs auf Limassol gesetzt. Könnte es da sein? Danke, Markus. Ihr habt eurem Land gut gedient. Gott sei mit euch, Altair. Ich experimentiere gerade ein bisschen mit meinem Popschutz rum. Ich glaube, der ist irgendwie. Ich weiß nicht, ob der 100% irgendwie. Ich erinnere mich an den Moment der Schwäche. Ich war erschüttert von Al-Mualims Worten. Er, der mir wie ein Vater war, entpuppte sich als mein größter Feind. Der Hauch eines Zweifels reichte ihm, um mit diesem Apparat in meinen Verstand einzudringen. Aber ich besiegte die Phantome, gewann mein Selbstbewusstsein zurück und schickte ihn in die nächste Welt. Ich habe keine Ahnung, von wem man da redet. Gar keine Ahnung. Speichert auf Memo. Was? So kurz der. Okay, kurzer Part. Gedächtnislog, Gedächtnisalisiert. Genau. Also, damit haben wir ja eigentlich schon fast alles geschafft. Wir haben nur noch Gedächtnisabschnitt 6, der ein bisschen länger ist. Der längste, glaube ich. Und dann der 7., der den Kurs, also den letzten Kampf macht. Das heißt, wir gehen den nächsten Part zurück nach Limassol. Irgendwas mit Sonne wahrscheinlich soll das heißen. Und dann geht's auch schon, ja, an den Kampf gegen Armand Bouchard unter anderem. Naja, das ist jetzt mal ein bisschen kürzerer Part, soll ja auch manchmal vorkommen. Und ich würde sagen, das war's wieder für diesen Part von Assassin's Creed Bloodlines. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Gedächtnisabschnitt 6. Bis dann. Ciao.